Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal basteln wir süße, leuchtende Feengläser bzw. Feenlaternen aus Eimachgläsern. Die Idee stammt übrigens von der tollen Website pixiehill.com. Ihr braucht eine schneidfeste Unterlage, Schere, Bastelskalpell und Feen- oder Schmetterlingsvorlagen. Anstatt dieser Vorlagen, die ihr euch über den Link in der Infobox übrigens kostenlos runterladen könnt, könnt ihr natürlich auch andere Motive wie zum Beispiel Babydrachen, Libellen oder Pflanzen und Blätter verwenden. Außerdem braucht ihr noch Marmeladengläser oder Einmachgläser, weiße Servietten oder Taschentücher, Serviettenkleber, Glitzer, Pinsel, Kleber und künstliche Teelichter. Als erstes müssen die einzelnen Lagen der Servietten voneinander gelöst werden. Das funktioniert auch ganz einfach, wenn ihr eure Finger mit etwas Wasser anfeuchtet. Und dann können die einzelnen Serviettenlagen auch schon mit Hilfe des Serviettenklebers und des Pinsels auf dem Glas aufgetragen werden. Wenn das geschafft ist, sollte das Ganze gut trocknen. In dieser Zeit können aber schon mal die Motive ausgeschnitten werden. Sobald die Serviettenschicht getrocknet ist, werden die vorbereiteten Motive mit der schwarzen Seite nach außen in die Gläser geklebt. Mit etwas extra Serviettenkleber könnt ihr noch etwas Glitzer auf dem Glas fixieren. Ihr könnt das Glas natürlich so verzieren, wie ihr es auch schön findet. Ich habe hier unterhalb des Gewindes zum Beispiel noch etwas Bastgarn befestigt und Kunstpflanzen hineingesteckt. Für einen besseren Halt eignet sich übrigens Heißkleber sehr gut. Und so habe ich dann auch noch den Deckel verziert. Ganz zum Schluss kommt dann noch das künstliche Teelicht hinein und fertig sind unsere süßen Dekogläser.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge.